Hallo und herzlich willkommen zum Webinar. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich darf mich für alle, die neu dazu gekommen sind, kurz vorstellen. Mein Name ist Katharina Stutz und ich bin Teil des Teams der OBS Online Buchung Service GmbH und Gastgeber Service und betreue zudem noch den Bereich Content Qualität. Wir möchten natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten für Sie da sein und da wir das aktuell nur online oder übers Telefon machen können, haben wir die Webinare ins Leben gerufen und haben heute ein Webinar zum Thema starke Vertriebspartner für Ihren Buchungserfolg. Vorab noch Informationen, was Sie als Zuschauer oder als Teilnehmer für Funktionen haben. Wenn Sie mal unten in der Leiste schauen, da können Sie die Hand erheben oder über das F- und A-Feld Fragen stellen. Hand erheben bedeutet, dass Sie mir ein Zeichen der Bestätigung geben können. Zum Beispiel, wenn ich eine Frage stelle oder wenn Sie irgendwas bestätigen möchten, ist das das Zeichen der Hand erheben. F und A, wenn Sie da mal draufklicken, da erscheint ein Feld, in dem Sie eine Frage eingeben können. Meine Kollegin Viktoria Weber unterstützt mich und beantwortet all Ihre Fragen. Die Fragen sind für alle, die mit zuschauen, sichtbar, ebenso wie die Antworten. Wenn Sie nicht wollen, dass man da Ihren Namen sieht, können Sie unten links das Häkchen bei Anonym senden betätigen, bevor Sie die Frage absenden. Super, dann können wir schon starten. Ich habe Ihnen hier nochmal unser Vertriebsnetzwerk mitgebracht. Heute liegt der Fokus auf den großen Buchungsplattformen. Ich möchte die einfach im Einzelnen mal vorstellen, damit Sie als Gastgeber so ein bisschen eine Übersicht haben, welche Zielgruppen werden denn angesprochen und welche Buchungsplattform passt auf welche Unterkunftsart. Generell empfehlen wir immer, das gesamte Vertriebsnetzwerk der OBS zu nutzen, einfach dadurch, dass Sie durch die Darstellung auf unterschiedlichsten Plattformen mehr Sichtbarkeit im Netz erreichen können. Sie haben durch die Bekanntheit der großen Plattformen, die durch Marketing, Werbung einfach in den Köpfen der Urlauber verankert ist, die Möglichkeit, diese Bekanntheit einfach zu nutzen und so den Gast auf ihre Unterkunft zu bringen. Manche Gastgeber fragen dann, ja, warum sollte ich denn überhaupt auf mehreren vertreten sein? Reicht es denn nicht, wenn ich auf den größten, wie zum Beispiel Booking oder Airbnb mit drauf bin? Da raten wir mal generell davon ab, man sollte sich nicht von einer Buchungsplattform abhängig machen und kann durch das Netzwerk, das entsteht, wenn Sie auf unterschiedlichsten Plattformen buchbar sind, einfach von diesem Nutzen abgreifen, dass Sie in der Suche häufiger gefunden werden können und so mehr Gäste erreichen. Manche Urlauber gehen vielleicht nicht direkt auf die Buchungsplattform, sondern gehen über Suchmaschine, gehen in der Google-Suche zum Beispiel ein, dass Sie in einer bestimmten Region Urlaub machen möchten und dann werden Sie einfach besser gelistet, wenn Sie da auf unterschiedlichsten Plattformen vertreten sind. Dann schauen wir mal, es ist ja ein relativ großes Portfolio und an unterschiedlichsten Plattformen, welche Buchungsplattform denn zu welcher Unterkunft am besten passt und dadurch, dass eben nicht alle Buchungsplattformen alle Unterkunftsarten darstellen, möchte ich Ihnen das heute einfach mal aufzeigen, was auf welche Unterkunft am besten passt. Starten wir mit Airbnb. Airbnb ist ein relativ junges Unternehmen, in den USA gegründet und vermittelt weltweit in über 190 Länder Unterkünfte. Es ist die weltweit größte Plattform für private Unterkünfte aller Art. Also es können sowohl Hotels als auch Ferienhäuser, Privatzimmer angeboten werden. Und die Zielgruppe ist ein relativ junges, reisefreudiges Gästeklientel. Also das ist einfach vom Auftritt und von der Bekanntheit von Airbnb eher die junge Zielgruppe, die angesprochen wird. Einige Besonderheiten zum Portal. Die Zahlungsabwicklung erfolgt direkt über Airbnb. Wenn ein Gast in der Suche auf Airbnb ihre Unterkunft findet und dort bucht, bezahlt er direkt bei Airbnb den Gesamtbetrag. Und Airbnb überweist Ihnen dann nach der Buchung den Gesamtbetrag abzüglich der Provision auf Ihr Konto. Das heißt, Sie haben in jedem Fall das Geld schon erhalten.
Es gibt eine Grundvoraussetzung, wenn man bei Airbnb dargestellt werden möchte, müssen die 4 Faktoren wie Bettwäsche, Handtücher, Seife und Toilettenpapier inklusive seinen Preis. Also das setzt eben Airbnb als Grundausstattung voraus. Und noch dazu muss die Buchung auch für eine Person möglich sein. Manche, vor allem Ferienhäuser oder Vermieter von größeren Ferienwohnungen, haben oftmals eine Mindestbelegung, die höher als eine Person ist. Also zum Beispiel, dass man eine Buchung ab mindestens 2 Personen erlaubt. Da können wir aber die Personenbelegung dahingehend abändern, indem sie einfach den Preis, den sie für 2 Personen verlangen, auch für eine Person berechnen. Dass das einfach ein Einheitspreis ist, der gilt. Und so haben es auch auf den anderen Plattformen eine höhere Sichtbarkeit, wenn die Mindestbelegung bei einer Person ist. Wir legen da Ihren Eintrag teils manuell an. Also Sie pflegen ja zentral in Ihrem Pflegesystem und an die Buchungsplattformen werden die Daten ausgegeben, wie Bilder und Beschreibungstexte zum Beispiel. Bei Airbnb ist nur die Besonderheit, dass da eigene Ausstattungsmerkmale gibt, die wir dann noch manuell für Sie anhand der Informationen, die uns vorliegen, auf Fotos und in Beschreibungstexten einpflegen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wenn man jetzt auf Airbnb als Gast sucht, wie das aussieht. Kann es gern jederzeit einfach mal selber ausprobieren und zum verfügbaren Zeitraum Ihre Unterkunft suchen. Die Plattform ist generell so aufgebaut, dass auf der linken Seite immer die Inserate oder die verfügbaren Unterkünfte untereinander aufgelistet werden. Und rechts habe ich eine Karte mit, also da ist zum Beispiel der Preis von 82 Euro eingestellt. Und wenn ich da draufklicke, kommt das Inserat, das diesen Preis anbietet. Also ich kann entweder über den Preis gehen und über die Lage. Oder ich gehe hier über das Foto, das mir angezeigt wird und den Preis, den ich hier sehe und klicke mich da ins Inserat. Wenn man dann eins ausgewählt hat, wird sehr zentral, werden oben die Fotos angezeigt und man hat dann hier gleich schon die ersten Ausstattungsmerkmale oder die ersten Infos zum Gastgeber und sehr zentral auch die Möglichkeit, die Buchung durchzuführen. Also so schaut es aus. Das möchte ich Ihnen heute einfach wirklich mal pro Plattform zeigen, wie dann auch das Inserat ausschaut aus Sicht des Gastes. Dann kommen wir schon zum nächsten. Das ist Booking.com. Wurde Ende der 90er gegründet in Amsterdam. Vermittelt weltweit über 1,5 Millionen Übernachtungen täglich. Also ist einfach der größte Player in den Buchungsplattformen. Und spricht generell Urlauber jeden Alters an, Familien, Paare, aber auch Geschäftsreisende und Gruppen zum Beispiel. Wenn wir Ihren Eintrag bei Booking.com anlegen, machen wir das komplett manuell. Das heißt, da werden die Stammdaten nicht aus Ihrem Pflegesystem übergeben, sondern die Preise und Verfügbarkeiten lediglich. Wir legen Ihren Eintrag an anhand der Informationen, die Sie uns in der Schulung gegeben haben und die im Gastgebereintrag vorhanden sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie da Änderungen vornehmen im Nachhinein, wenn Sie zum Beispiel neue Fotos hochladen, dass Sie uns da immer informieren, dass wir die dann bei Booking.com auch noch separat abändern können. Nur eine kleine Info für Sie, habe jetzt vorher vergessen zu erwähnen, Sie erhalten im Nachhinein diese Präsentation als Handout, können es auf unserer Website einsehen. Das heißt, die ganzen Infos, die ich Ihnen da heute mitgebe, können Sie dann auch auf unserer Website im Nachgang abrufen, genauso wie das aufgezeichnete Webinar. Der Beschreibungstext, das ist oftmals ein bisschen von Gastgebern kritisiert, dass die Beschreibungstexte nicht den Beschreibungstext entsprechen, die im Gastgebereintrag im Pflegesystem eingestellt sind. Das ist so, Booking.com kreiert automatisch den Beschreibungstext. Also das sind Algorithmen, die hinterlegt sind, die Informationen, die im Booking.com-Eintrag gegeben sind, also die Ausstattungsmerkmale zum Beispiel, als Grundlage nehmen und dann einen automatisch kreierten Beschreibungstext verfassen. Manchmal ist es einfach ein bisschen holprig formuliert, dadurch, dass das erst auf Englisch erstellt wird und aus dem Englischen übersetzt wird. Aber dieser Beschreibungstext ist dynamisch, also je nachdem, wie sich die Ausstattungsmerkmale verändern oder wie oft
oder auf welche Informationen Gäste Wert legen, kann sich auch dieser Beschreibungstext nochmal anpassen. Warum macht das Booking.com so? Es ist so, dass der Text in über 40 Sprachen übersetzt werden muss, weil das quasi die Anzahl der Sprachen ist, die Booking.com auf seiner Seite anbietet. Und da wäre es einfach ein bisschen schwierig, wenn emotional beschriebene Sätze mit dabei sind oder einfach von der Grammatik her das vielleicht nicht so einfach dann maschinell zu übersetzen ist. Ein zweiter Grund ist, dass der Text suchmaschinenoptimiert ist. Also der Text, der legt einfach die wichtigsten Merkmale oder Suchfilterkriterien, die Gäste in der Suche eingeben, sind in diesem Text einfach mit erwähnt. Deswegen ist es so, dass Booking.com diesen Text selber kreiert. Man hat Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel irgendwelche falschen Informationen vorfindet oder irgendwelche Rechtschreibfehler, dann kann man sich natürlich schon auch an Booking.com wenden und sagen, das ist im Text jetzt aber nicht korrekt dargestellt, da möchte ich bitte eine Textänderung beantragen. Das machen wir dann über uns. Wenn Ihnen da irgendwas auffällt, geben Sie es uns weiter und dann können wir die Textänderung an Booking.com weitergeben. Wenn Sie jetzt schon direkt einen eigenen Vertrag mit Booking.com haben, also nicht über die Zusammenarbeit über uns und entschließen sich dann danach, dass Sie bei uns mit dabei sind und bei uns mitmachen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können einmal entweder den Eintrag, der schon besteht, komplett übernehmen. Das heißt, der Vertrag würde an uns übergehen. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass wir eine Schnittstelle herstellen für Preise und Verfügbarkeiten und Sie, der Vertragsnehmer, bei Booking.com bleiben. Der Vorteil der Schnittstelle ist einfach, dass Sie da dann die Preise und Verfügbarkeiten zentral in einem System pflegen und so Doppelbuchungen vermeiden können. Wenn Sie sagen, für was sollte ich mich denn jetzt entscheiden, kommt es einfach darauf an, wie sehr Sie im Booking.com Extranet auch selbst fit sind und sich da durchklicken können. Wenn Sie sagen, das möchte ich lieber selber machen und auch die Interaktion mit den Gästen selbst vornehmen, dann können Sie den Vertrag behalten. Wenn Sie sagen, mir ist es lieber, wenn das alles Sie von der OBS machen, dann können wir den Vertrag komplett übernehmen. Wenn man auf Booking.com auf die Seite mal schaut, habe ich Ihnen hier wieder als Beispiel mitgebracht, kann man in der Suche seinen gewünschten Zeitraum eingeben und wo die Reise hingehen soll und bekommt dann untereinander aufgelistet die verfügbaren Objekte. Da ist jetzt schon ein bisschen mehr Information direkt in der Such- oder in der Auflistung zu sehen, als jetzt zum Beispiel bei Airbnb. Es wird zum Beispiel auch direkt zentral schon das durchschnittliche Bewertungsergebnis angezeigt. Die ersten Informationen zu der verfügbaren Kategorie. Das Foto ist immer sehr zentral und der Preis. Genau, wenn man sich dann für einen Inserat entscheidet und der auf das Objekt klickt, wird aber das sehr zentral, also das wird sich wirklich durch alle unterschiedlichen Buchungsplattformen durchziehen, die Fotos oben als allererstes und groß dargestellt, durch die sich dann der Gast klicken kann. Drunter dann der Beschreibungstext, die Ausstattungsmerkmale und die verfügbaren Kategorien. Also da wird dann wirklich pro Unterkunft die verfügbaren einzelnen Zimmer und Ferienwohnungen in einem Eintrag angeboten. Dann haben wir das nächste Portal, Bestfevo, das bei uns mit dem Portfolio ist. Das ist jetzt ein Portal ausschließlich für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Bieten über 90.000 deutsche Ferienunterkünfte an, sind aber auch in ganz Europa tätig und vermitteln über 4,5 Millionen Übernachtungen. Da ist die Zielgruppe der Urlauber jeden Alters, aber auch vor allem Familien und Paare. Bei Bestfevo wird der komplette Eintrag, wie Sie es im Pflegesystem eingeben, übernommen. Das heißt, da wird an den Stammdaten, an Texten und Merkmalen alles automatisch übergeben. Hier nochmal ein Beispiel, wie es in der Suche aussieht. Sie haben hier oben die Möglichkeit, Ihren Suchzeitraum einzugeben und bekommen dann die unterschiedlichsten Objekte wieder aufgelistet. Hier auch nochmal ein Unterschied zu den vorherigen Plattformen, dass Sie auch schon einen Beschreibungstext außen in der Auflistung im Suchergebnis sehen können und sich direkt durch die Fotos schon durchklicken können.
wenn man sich dann für ein Inserat oder ein Objekt wieder entschieden hat. Wieder wird, wie gesagt, bei allen Buchungsplattformen ist es sein, oben zentral und groß die Fotos dargestellt, durch die ich mich als Gast durchklicken kann und habe dann Ausstattungsmerkmale, Beschreibungstexte und auch zentral hier oben die Buchungsmöglichkeit. Das nächste Portal ist Casamundo. Es ist auch noch ein relativ junges Unternehmen, in Hamburg gegründet, ist auf Ferienhäuser und Ferienwohnungen fokussiert, also bietet hauptsächlich Ferienwohnungen und Ferienhäuser in ganz Europa an, aber auch in den USA zum Beispiel, bietet aber zudem auch noch andere Unterkunftsarten wie Hotels zum Beispiel an. Es ist zwar fokussiert auf diesen, aber bietet zusätzlich auch noch mehr an. Zielgruppe sind Familien, Paare und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, nach Urlaub mit Hund zu filtern. Also da wird auch sehr auf Urlaub mit dem Haustier Wert gelegt. Da ist es genauso wie bei Bestfevo. Der komplette Gastgebereintrag, wie Sie es im Fliegersystem eingeben, wird aufs Portal überspielt. Wenn man sich draufklickt, schaut es jetzt sehr ähnlich aus wie bei Airbnb. Also die haben es genauso gelöst, dass es zweigeteilt ist. Ich sehe entweder hier die verfügbaren Inserate mit dem Foto und dem Preis sehr zentral und erste Ausstattungsmerkmale. Oder ich kann über die Lage gehen, also schauen, wo befindet sich denn die Unterkunft und dann über das, den angezeigten Preis draufklicken, um mir das verfügbare Objekt genauer anzuschauen. Wieder oben die Fotos, der erste Überblick über die ersten Ausstattungsmerkmale, Beschreibungstext. So ist die Reihenfolge auf dieser Plattform. Und oben auch die zentrale Möglichkeit der Buchung. Also ich sehe hier wieder ganz zentral, was habe ich eigentlich eingegeben, für welche Anzahl der Gäste, kann hier auch nochmal über diese Pfeile, die da dargestellt sind, die Suche verändern und dann zur Buchung gehen. Genau, dann das nächste Portal ist HRS Holidays, auf das Ihre Unterkunft mit dargestellt wird. Das ist Teil der Gruppe Destination Solutions, bietet über 500.000 Unterkünfte an und ist auch auf Ferienhäuser und Ferienwohnungen spezialisiert, bietet aber darüber hinaus auch weitere Unterkunftsarten an, wie wir es vorher bei Casamundo gehört haben. Hat auch noch unterschiedlichste Partnerseiten, wie zum Beispiel Rewe Reisen oder Holidoo und spricht hauptsächlich Familien und Paare an in der Zielgruppe. Hier ist es auch so, keine Besonderheiten bezüglich eines manuellen Eintrags, sondern Ihr eingegebener Gastgebereintrag wird komplett übermittelt. Hier ist es ein bisschen anders dargestellt, als wir es jetzt von den vorherigen Unterkünften suchen. Auf der Seite von HS Holidays haben Sie die unterschiedlichsten Inserate, die auf meinen gewünschten Zeitraum verfügbar sind, bildlich dargestellt und aufgereiht. Also jetzt bisher haben wir es gesehen, dass es immer gelistet wurde, also eins nach dem anderen untereinander. Und hier haben wir einfach so matrixartig mit dem Bild die unterschiedlichsten Unterkünfte angereiht. Hier auch schon zentral das Bewertungsergebnis zu sehen und könnte dann direkt zur Buchung gehen. Mir wird schon nochmal der Eintrag meiner gewünschten Unterkunft angezeigt und ich kann mich nochmal durchklicken als Gast. Sie haben hier die Fotos wieder und da war auch schon ganz zentral unter den Fotos oder als Teil dieses oberen Eintrags die Ausstattungsmerkmale dargestellt. Das sind im Übrigen einer der Top-Ausstattungsmerkmale, die nachgefragt sind. WLAN, Nichtraucher, barrierefrei, Parkplatz ist auch noch mit dabei, kann mir aber hier über mehr anzeigen, die anderen Ausstattungsmerkmale, die Unterkunft gepflegt hat, anschauen. Hier auch dann weiters aufgelisteter Beschreibungstext und rechts wieder zentral die Möglichkeit der Buchung. Hier haben wir noch zusätzlich eine Karte, da ist Google Maps mit verlinkt, um zu sehen, wo denn genau jetzt der genaue Standort der Unterkunft ist. Genau, dann Check24 kennen Sie wahrscheinlich alle aus der Fernsehwerbung. Die betreiben ja relativ viel Werbung im Fernsehen. Ist daher auch sehr in den Köpfen von uns verankert. Also den Satz, hier checke ich alles oder einfach alles Logo, den Namen hat jeder auf jeden Fall schon mal gehört, auch wenn er vielleicht jetzt noch nicht direkt auf der Plattform war.
Wurde Ende der 90er Jahre in München gegründet und ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Also die bieten jetzt nicht ausschließlich Unterkünfte an, es ist jetzt kein reines Unterkunftsportal, sondern ein Vergleichsportal in unterschiedlichsten Belangen. Also ich kann da zum Beispiel auch Mietwagen mir raussuchen und eben noch gar nicht so lange, das ist seit letztem Jahr, dass Check24 jetzt auch Unterkünfte mit anbietet. Und vergleicht da mehr als 800.000 Unterkünfte in über 80.000 Städten und Regionen. Wie schon angesprochen, dadurch, dass das einfach so in unseren Köpfen verankert ist und das jeder schon mal gehört hat, hat das eine sehr hohe Reichweite. Es wirft über 15 Millionen Bestandskunden. Und einfach um mal so eine Vorstellung zu haben, monatlich klicken sich über 7 Millionen Menschen durch das Vergleichsportal, durch diese Seite. Das ist schon eine große Hausnummer und wirklich eine gute Chance, auch gefunden zu werden. Es gibt eben auch als eine Rubrik, eine Unterkunft zu buchen. Ist hier als Hotel bezeichnet. Wie gesagt, bieten ja dahingehend noch mehr. Man könnte zum Beispiel auch Flug und Hotel gemeinsam buchen. Aber wenn ich jetzt hier in meiner Suche meinen gewünschten Zeitraum und meinen Ort eingebe, habe ich hier ähnlich, wie wir es jetzt bei Booking.com zum Beispiel gesehen haben, wieder aufgelistet, die verfügbaren Unterkünfte und habe direkt in der Suche schon viele Informationen wie das Bewertungsergebnis, die Ausstattungsmerkmale und die Info zu den Zahlungs- und Stornierungsbedingungen. Wenn ich mir dann das Inserat wieder genauer anschaue, habe ich hier oben wieder zentral die Fotos und habe hier direkt Menüpunkte, die mich zu meinem gewünschten Punkt auf der Seite, also es ist alles auf einer Seite dargestellt, aber wenn ich jetzt hier auf Ausstattung klicke, scrollt es automatisch runter und zeigt mir die Ausstattungsmerkmale. Genau, das wäre es zu Check24. Das nächste Portal ist eDomizil, wurde Anfang 2000 gegründet und bietet ca. 400.000 Feriendomizile an. Hat einige Partnerseiten wie zum Beispiel Thomas Cook und Holiday Check und als Zielgruppe hauptsächlich Familien und Paare und auch Hundebesitzer. Also wie wir es vorher schon mal gehört haben, da gibt es als auch die Möglichkeit, dass man direkt nach Urlaub mit dem Hund filtert. Also auf eDomizil, auch mit Feriendomizil gemeint, dass wirklich Ferienhäuser und Ferienwohnungen angeboten werden. Hier haben wir es auch mit wieder so gelöst, dass eine Karte mit in der Suche angezeigt wird. Ich habe hier wieder meine verfügbaren Unterkünfte, also das ist wirklich auf den meisten Buchungsplattformen untereinander aufgelistet und kann dann aber auch wieder direkt, wenn mir das lieber ist als Gast, schauen, wo befinden sich denn die verfügbaren Unterkünfte und kann wieder direkt über die Lage mich reinklicken. Dann zentral oben die Fotos, wenn ich wieder auf mein gewünschtes Objekt draufgeklickt habe. Die Top-Ausstattungsmerkmale, die Unterkunft erfüllt und die Beschreibungstexte. Auch hier wieder zentral oben mit dabei die Möglichkeit der Buchung. Dann ein weiteres Portal, das ausschließlich Ferienhäuser und Ferienwohnungen anbietet, ist Fevo Direkt. Das ist Teil der HomeAway-Gruppe und seit 20 Jahren einer der führenden Online-Marktplätze für die Vermietung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern. Also bringt schon sehr viel Erfahrung auch mit und bietet mehr als 2 Millionen Feriendomizile an. Es ist ein sehr großes Netzwerk. Aktuell gibt es über 170 Millionen online buchbare Ferienobjekte. Hier die Zielgruppe auch mit dabei Tierliebhaber, Urlaub mit Hund, Familien, Gruppen und auch Wochenendurlauber. Also da gehen auch vor allem also kürzere Aufenthalte, ist ja oftmals bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern nicht so einfach zu finden, aber da ist dann auch eben spezialisiert darauf, dass man auf ihrer Plattform auch viele Unterkünfte findet, die kürzere Aufenthalte erlauben. Hier haben wir es auch so gelöst, dass eine Karte mit angezeigt wird, neben den unterschiedlichsten verfügbaren Unterkünften. Und habe hier eben auch wieder die Pins oder die Punkte, die wir anzeigen, welche Unterkunft sich denn wo befindet und die verfügbar ist, auf die ich draufklicken könnte. Hier werden die Fotos nebeneinander angereiht, wenn ich mich direkt aufs Objekt geklickt habe und kann mich hier Reihe für Reihe durch die ganzen Fotos, die angezeigt werden, durchklicken.
habe auch schon die zentralen Ausstattungsmerkmale, die angeboten werden, und auch eine Karte relativ zentral oben dargestellt, wo genau sich die Unterkunft befindet. Und hier die Möglichkeit, direkt die Buchung durchzuführen und auch wieder meinen Suchzeitraum oder meine Angaben, die ich anfangs eingegeben habe, gegebenenfalls anzupassen. Wenn ich zum Beispiel in der Gästeanzahl das Kind vergessen habe, könnte ich hier nochmal Anpassungen durchführen und dann auf die Buchung klicken. Home2Go ist auch ein Portal, kann man nicht direkt sagen, eine Metasuchmaschine, die bei uns im Portfolio mit dabei ist, für Ferienwohnungen, Ferienhäuser und auch andere Übernachtungsmöglichkeiten. Was ist denn jetzt eine Metasuchmaschine? Das ist, leitet die Suchanfrage an mehrere Suchmaschinen weiter. Also das ist quasi ein Pool, der sammelt alle Anzeigen oder Inserate auf den unterschiedlichsten Buchungsplattformen und stellt die dann gebündelt auf den, auf ihrer Seite dar. Also so eine Art Vergleichsportal kann man es ein bisschen benennen und vergleicht mehr als 18 Millionen Angebote weltweit von über 1300 Anbietern. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Hier haben wir, wenn man den Suchzeitraum eingibt, man merkt es als Gast gar nicht so, dass das eine Metasuchmaschine ist, also dass ich gar nicht direkt dann auf diesem Portal durchbuchen kann. Mir werden nämlich hier ganz genauso, wie wir es von den anderen Portalen jetzt so gesehen haben, auch wieder eher matrixartig durch die Fotos die verfügbaren Unterkünfte angezeigt. Und wenn ich hier jetzt auf zum Angebot klicke, habe ich hier wieder zentral die Fotos und die ersten Ausstattungsmerkmale und sehe hier oben in der Buchungsmatrix, von welcher Seite oder von welcher Buchungsplattform denn das Angebot kommt. Also hier kann ich dann als Gast einsehen, es wird mir zwar auf Home2Go angeboten, aber wenn ich dann zum Angebot klicke, werde ich weitergeleitet und bin dann auf der Seite von Expedia, auf der ich dann die Buchung abschließen kann. Schmetterling ist auch ein Teil unseres Portfolios, ist ein, ja, ein Reisebüro. Es wurde schon 1968 gegründet in der Nähe von Nürnberg und ist das größte unabhängige und inhabergeführte Touristikvertriebsunternehmen Europas. Das heißt, sie werden da in mehr als 3.000 Reisebüros in Deutschland dargestellt. Agiert eben auch wie ein Reisebüro, also vermittelt neben Unterkünften auch Pauschalreisen, Flüge oder Kreuzfahrten und Mietwagen. Wie schaut das Ganze jetzt online aus? Online, wenn man auf der Seite von Schmetterling Reisen ist und auf die Unterkunftssuche geht, wird man weitergeleitet auf Booking.com. Also online haben die die Zusammenarbeit mit Booking.com, aber in den stationären Reisebüros buchen die natürlich direkt ein. Dann auch ein sehr groß oder weltweit agierendes Portal Expedia, was auch sehr, sehr vielen aus der Fernsehwerbung bekannt ist, betreibt da weltweit ein sehr starkes Marketing. Es ist ein Online-Reisebüro, das in über 30 Ländern tätig ist und vermittelt jetzt neben Unterkünften auch noch mehr, also zum Beispiel Flüge, Kreuzfahrten, Pauschalreisen oder kann man auch seinen Mietwagen online buchen. Und spricht, was jetzt die Unterkunftssuche angeht, hauptsächlich Familien, Paare und Pauschalreisende an. Aktuell ist es so, dass wenn Sie die Zusammenarbeit über uns mit Expedia nutzen möchten, die Voraussetzung ist, dass Sie als Gastgeber einen eigenen Vertrag mit Expedia haben und wir eine Schnittstelle darstellen können für Preise und Verfügbarkeiten, sodass Sie da wieder zentral pflegen und nicht den Aufwand haben einer doppelten Datenpflege. Das heißt, wenn Sie da eben vor unserer Zusammenarbeit schon einen Vertrag haben, kann man da sehr gerne die Schnittstelle herstellen. Und ganz aktuell arbeiten wir auch an einem Agenturvertrag. Was bedeutet das für Sie? Agenturvertrag bedeutet, dass wir auch, wie Sie es von den anderen Portalen gewohnt sind, komplett den Vertrag übernehmen, also dass Sie nicht einen eigenen Vertrag brauchen, sondern dass wir der Vertragspartner sind und ihre Unterkunft auf Expedia darstellen können, ohne dass sie einen eigenen Vertrag haben. Da arbeiten wir gerade an der Umsetzung, wird demnächst kommen. Wenn es soweit ist, informieren wir Sie natürlich darüber.
Auch, dass Sie wissen, wie es hier ausschaut, wenn man auf die Buchungsplattform sich klickt. Hier wird es wieder aufgelistet, sehr zentral wieder natürlich das Foto, das dargestellt ist, kann man sich auch direkt in der Suche schon durchklicken. Die ersten Ausstattungsmerkmale, Infos zu Zahlungs- und Stornierungsbedingungen und der Preis sehr zentral und kann dann, wenn ich sage, ich möchte mich für dieses Objekt entscheiden, mir das noch genauer anschauen, natürlich wieder reinklicken. Habe hier neben den Fotos, durch die ich mich durchklicken kann, auch schon sehr zentral oben die Ausstattungsmerkmale und könnte hier nochmal meine Suche ändern. Und bei Expedia ist es so, dass mir da alle verfügbaren Kategorien auf einer Seite angezeigt werden und ich mich dann für eine Zimmerkategorie zum Beispiel entscheiden kann und die Buchung durchführen kann. Dann auch gehandhabt wie aktuell bei Expedia ist HRS. Da ist es genauso, dass als Voraussetzung Sie einen eigenen Vertrag mit HRS schließen und wir dann eine Schnittstelle wieder für Preise und Verfügbarkeiten herstellen können. HRS ist auch schon ein sehr erfahrenes Portal, 1972 gegründet in Köln und bietet aktuell Unterkünfte in über 190 Ländern an, also auch, agiert auch weltweit. Da ist die Zielgruppe ein bisschen eingegrenzter. Das Portal ist nämlich spezialisiert auf hauptsächlich Geschäftskunden. Also da sind deswegen auch hauptsächlich Hotels dargestellt. Und wie es aussieht, sehen Sie hier untereinander die verfügbaren Unterkünfte wieder aufgelistet. Man sieht hier auch schon, dadurch, dass eben die Zielgruppe sehr spezialisiert ist auf eine Zielgruppe, nochmal ein paar Unterschiede zu den zum Beispiel Ferienhausportalen. Man hat hier zum Beispiel auch schon die Info, wie weit es denn zum nächsten Flughafen oder zum nächsten Bahnhof. Das sind einfach dann die relevanten Informationen, auf die Geschäftskunden Wert legen und kann mir hier dann auch die Details anschauen. Habe auch zentral oben die Fotos, es ist aber alles ein bisschen kompakter dargestellt. Also da wird wirklich auch viel Wert darauf gelegt, dass die Buchung schnell und einfach durchgeführt werden kann, weshalb hier die Buchungsmöglichkeit relativ groß und zentral dargestellt ist, wenn man zum Beispiel im Vergleich die Fotos schaut, weil es da bei Geschäftsreisen vielleicht gar nicht so darum geht, wie es dort ausschaut oder was alles verfügbar ist, weil die meisten eventuell gegebenenfalls nur dort übernachten und die wichtigsten Punkte wie Parkplatz oder WLAN im Zimmer, zum Beispiel die in der Suche eingegeben haben, das ist nämlich das, auf was sie Wert legen. Also da kann die Buchung relativ schnell und einfach direkt durchgeführt werden. Ja, das waren alle Portale in unserem Portfolio. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick geben, einfach einmal ein bisschen detaillierter, wie wird alles gehandhabt oder wie schaut es auch aus. Klicken Sie sich gerne durch, wenn Sie bereits über uns schon online buchbar sind und schauen Sie auch gerne einfach mal aus Sicht des Gastes, wie sieht es denn aus, wie schaut mein Eintrag eigentlich so aus, wenn jemand mich dort findet. Und wenn Sie dann irgendwie irgendwas finden, was nicht passt oder wo irgendwie welche Fehler auch entdecken, dann geben Sie uns Bescheid, dann schauen wir uns das natürlich gemeinsam an. Können uns wie immer telefonisch oder per E-Mail erreichen. Wenn Ihr Haus bis jetzt noch nicht über uns online buchbar ist, dann würde es uns sehr freuen, wenn Sie unser starkes Vertriebsnetzwerk nutzen und wir Ihr Partner werden. Da nur ganz kurz noch zu unserem Service, was wir alles anbieten. Wir betreuen und unterstützen Gastgeber jeder Größe und das funktioniert zentral gesteuert über das Ortssystem, also das Pflegesystem. Ist ein Kalender, in dem Sie Preise und Verfügbarkeiten eingeben, das dann zentral auf die ganzen Buchungsplattformen, wie ich es Ihnen gerade vorgestellt habe, ausgespielt wird. Das heißt, die Pflege ist relativ einfach. Der Anschluss an die Buchungsportale erfolgt für Sie vollautomatisch, weil alles über uns angeschlossen wird, weil wir Ihr einziger Vertragspartner und Ihr einziger Ansprechpartner sind. Unser Gastgeberservice ist 7 Tage die Woche erreichbar. Montag bis Freitag telefonisch und am Wochenende per E-Mail. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Probleme, die auftauchen sollten, können Sie uns da täglich erreichen, sodass wir Sie direkt unterstützen können.
Wie ist es denn mit den Kosten, wenn Sie bei uns mit dabei sind? Generell ist das Ganze provisionsbasiert. Das heißt, für jede Buchung, die eingeht und die auch wirklich durchgeführt wird, zahlen Sie eine Provision an uns. Das heißt, also direkt durchgeführt heißt, dass alle Buchungen, die zum Beispiel storniert sind oder wenn es zu Nichtanreisen kommt und Sie uns das alles melden, können wir die Buchung rausnehmen und auf stornierte Buchungen werden keine Provisionen berechnet. Sie zahlen bei uns keine Teilnahmegebühr oder auch keine Einrichtungs- und Schulungskosten, wenn wir dann den Schulungstermin haben und den Eintrag gemeinsam gestalten. Das ist alles kostenfrei für Sie. Und Sie haben auch keine vertragliche Mindestlaufzeit. Das heißt, Sie haben somit keine fixen Kosten. Das ist wirklich nur, wenn Sie eine Buchung bekommen, dann zahlen Sie die Provision an uns. Das heißt, wenn Sie es einfach mal ausprobieren möchten, können Sie das sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten und wir Ihre Unterkunft gemeinsam online vermitteln können. Wie können Sie das denn machen, wenn Sie sich anmelden möchten? Wir können Sie das über anmeldung@obsg.de per E-Mail machen oder Sie schauen auf unsere Website, da gibt es das Anmeldeformular, das Sie ausfüllen können und abschicken können. Wenn das bei uns eingeht, nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf, das heißt, wir rufen Sie an und vereinbaren den telefonischen Schulungstermin. Am Tag des Schulungstermins rufen wir Sie an und pflegen gemeinsam die relevanten Daten in den Gastgebereintrag ein. Das heißt, wir pflegen Ihre Verfügbarkeiten, die Preise, die unterschiedlichsten Fotos und Beschreibungstexte, das machen wir alles gemeinsam und klären Ihre offenen Fragen ab. Und dann, wenn das Ganze freigeschalten werden kann, können Sie auch schon Ihre erste Buchung erhalten. Genau, also wie gesagt, wenn es Sie überzeugt hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Rufen Sie gern durch, sollten da noch irgendwelche Fragen offen sein. Ich bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme und mich hat es gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. Und wenn Sie beim nächsten Webinar mitmachen möchten, das findet statt am Dienstag, 28.04. Da geht es darum, dass ich Ihnen Tipps mit an die Hand gebe, wie man denn selbst, zum Beispiel mit dem Smartphone oder mit Digitalkameras, Fotos von seiner Unterkunft machen kann und auf was man da achten sollte. Wir haben ja gerade gesehen, dass die Fotos der zentrale Eintrag auf jeder Buchungsplattform ist. Also das ist das, was der Gast erstens mal in der Suche, in der er die ganzen Unterkünfte aufgelistet findet, als erstes sieht und wenn er draufklickt, ganz zentral oben als allererstes sieht und sich durchklicken kann. Deswegen sind gute Fotos und qualitativ hochwertige Fotos einfach der wichtigste Bestandteil Ihres Eintrags und deswegen ist es da unser Anliegen, Ihnen mitzuteilen, wie Sie denn jetzt die Leerstände oder die leerstehenden Ferienwohnungen und Zimmer, wie Sie das ausnutzen können, um einfach selbst auch Fotos von Ihrer Unterkunft und Ihren unterschiedlichsten Kategorien machen können. Ja, freut mich, wenn Sie da auch mit dabei sind. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.